Für die schöne Natur bleibt hier keine Zeit. Es ist ein Wettrennen einmal rund um den Attersee. Jeder Fahrer kämpft für sich. Beim King of the Lake sind die Schnellsten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs. Am Wettkampftag sind die Straßen für Autos gesperrt. Das heißt 47 Kilometer freie Bahn. So eine Zeit vorher auf gesperrter Strecke mit so einer tollen Umgebung gibt es sonst nirgends. Und das ist eigentlich das Um und Auf bei der Veranstaltung. Er ist der Sieger der Unter-23-Gruppe, Adrian Stieger. Der 20-Jährige umrundet den Attersee in 57 Minuten. Ja, also ich kenne die Runden sehr gut. Das ist jetzt schon mein vierter Start da beim King of the Lake. Ich bereite mich jedes Jahr sehr gut auf das Rennen vor. Die schnellste Dame heuer, die Steirerin Anna Kofler. Ich würde sagen, als Kottl ist es ganz eigenes, weil es eigentlich ein sehr, sehr langes Zeitfahren ist. Die meisten Zeitfahren sind halt verkürzt, so um eine halbe Stunde oder so. Und es ist für mich irgendwie das beste Zeitfahren, was es gibt, weil es eben so lange dauert und die Strecke ist super und die Bedingungen heute waren echt super zum Fahren. 1400 Teilnehmer aus 26 Nationen sind beim King of the Lake am Start. King of the Lake ist europaweit einzigartig, eine der größten Einzelzeitfahren, glaube ich auch eines der schönsten Radrennen, die man haben kann, rund um den Attersee, die Runde ist großartig. Die Begeisterung kommt wahrscheinlich daher, dass man in der freien Natur unterwegs ist. Es ist eine beliebte Form der Mobilität, sowohl im Freizeitbereich als auch im beruflichen Bereich, also im täglichen Bereich. Und ja, uns verbindet mit dem Radsport Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und vor allem ein starkes Team. Mitentscheidend für die Spitzenathleten die mentale Vorbereitung. Körperlich sollte man natürlich gut vorbereitet sein und man muss leiden lernen. Es ist von der ersten Sekunde weg leiden und wer das länger durchhaltet, der ist im Endeffekt dann am Stockerl. Am Stockerl ist zwar nur Platz für die Besten, das ist aber den meisten hier egal, denn sie sind jetzt alle Könige des Attersees.